Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Railroad hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben in der letzten Folge die Heerstraße, also ich würde sagen, sehr schön ausgebaut. Hier hinten muss noch eine Kreuzweiche hin, damit wir denn hier zwischen diesen Gleisen auch hin und her switchen können. Und dann sollte eigentlich alles ganz gut sein. Also das werden wir jetzt noch bauen schnell, damit das dann quasi für in Gedanken fertig ist. Es ist jetzt nicht das Wichtigste, dass das hier stattfindet, aber wenn wir das haben, ist es schon mal gut. Und dann können wir nämlich auch hier die Züge eventuell ein bisschen besser managen, die von Wannsee dann irgendwo hin wollen oder hin oder herfahren oder ähnliches. So, denn wir haben jetzt hier, da haben wir nämlich eine Überlagerung auf dem Gleis, wie man sieht. Das ist nicht gut. Was ist das denn? Heerstraße und das ist der... Die sind von der Zeit gleich. Wo ist es denn DS? Wieso sind denn die jetzt da so überlagert? Wannsee, Heerstraße, Wannsee. Und dann kommt er hier zurück und dann will der nächste schon wieder dahin fahren. Und hier ist nur Wannsee, Heerstraße. Warum sind das jetzt so überlagert? Habe ich die Fahrplanänderung schon? Habe ich natürlich nicht. Da muss ich die jetzt so verbessern. Das geht ja so nicht. Das geht ja so denn nicht. So, Fahrplan anpassen. Welcher ist denn das? Mach mal Pause. So. Also. Das ist der. Kann ich die Abfahrt? Das kostet Geld, ne? Das hilft mir aber nicht. Mal da runterleiten. Okay, das ist eine Ankunft. Ankunft auf Gleis 2 legen. Abfahrt Gleis 1. Das müsste es eigentlich passen. Gut, das eine hat uns jetzt Geld gekostet. Sollte eigentlich nicht. Irgendwo ist hier ein Zug. Du möchtest wohin? Nach Heerstraße 2. Das heißt, du musst da lang, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Okay. Das klappt. Huge. So, und dieses Kreuz müssen wir dann noch hier schön machen und auflösen. Da wollte ich eigentlich die Tunnel für haben. Aber dann haben wir ja die roten erstmal verbraucht, um hier eine Fahrplananpassung zu machen, die wir hätten... Naja, das irgendwie nicht funktioniert hat, so wie ich mir das vorgestellt habe. So, wo möchtest du gerne hin? Du möchtest gerne hin nach Charlottenburg 2. Dann mal los. Dann mal ciao. So, Abfahrt. Oh, sich an der Bahnsteinkante. Ja. So. Ja, das war, also die, das war jetzt, ja, die Fahrplananpassung hat irgendwie nicht so ganz das gemacht, was ich da eigentlich erwartet hatte. Leider. Aber schade. Hatte ich nicht wenden und warten noch irgendwo dann drinnen? Anhalten und wenden.
Hält den Zug an, ändert dessen Fahrtrichtung, wird durch Anhalten und Wenden Verbesserung freigeschaltet. Hab ich das nicht? Na gut. Kann sein, dass ich das auch noch nicht habe. So, da gab es 5300. Hier gibt es auch noch ein bisschen Geld. 3300. Sehr schön. Was haben wir da so alles an neuen Verträgen hier? Gesundbrunnen Heerstraße, der würde da wieder einen Zug hier reinbringen. Wannsee Heerstraße würde auch hier einen Zug reinbringen. Das ist aber ein Güterzug. Oh, das ist ein Güterzug. Der dann irgendwo da rumsteht. Den könnte ich auf Gleis 3 abparken, ne? Den können wir erstmal akzeptieren. So, der geht erstmal von Gleis 2 auf den Weg. Gerade durch. Auf Gleis 3. Und da steht er einfach dumm rum. Ich denke, das ist fair. So, gut. Da haben wir einen Zug. Wo möchte der gerne hin? Hätten Sie gerne Charlottenburg 4. Na klar, bitteschön, gern geschehen. Einfach mal gerade durchheizen. Gleis 3 kann hier jetzt belegt bleiben. Das ist ja kein Problem. So, hier hat man den Zug. Wo möchtest du hin? Heerstraße 1. Geradeaus, geradeaus. Hier geradeaus, da nach oben. Wunderbar. Heerstraße 1 ist besetzt. So. Da müssen wir dann bloß darauf achten, dass die zurück jetzt alle auf Gleis 2 wollen. Moment, ich gebe das Signal frei, dass du auch fahren darfst. Oh, das hat schon gereicht, diese kleine Verzögerung. Ah, ich habe den auf den falschen Bahnsteig geschickt, deswegen. Shit. Alles klar. So, wo möchtest du gerne hin? Den habe ich aufs falsche Bahngleis geschickt. So, den muss ich jetzt dahin schicken, ne? Und wenden muss ich ihn. So. Das war dumm. Okay, den habe ich aufs falsche Gleis geschickt, genau. So. Das hat nochmal Strafe gekostet. So, was haben wir hier? Ein Nahverkehrszug. Ablehnen. Ein Güterzug haben wir nochmal, der Charlottenburg Ewigkeiten rumstehen würde. Den könnte ich sogar Ewigkeiten rumstehen lassen, ne? In Charlottenburg. Muss ich bloß hier eine Strecke finden, wo ich den hier durchleite. Wo willst du hin? Charlottenburg 4. So. Heerstraße Ruhleben. Ah, guck mal, da hätten wir sogar einen, der dann wieder zurückfährt da. Aber da, man kommt doch schlecht von hier nach da rein, ne? Müsste noch irgendwas haben, dass ich mit allen Zügen quasi auch ins Depot komme. Aber das kommt später noch. Werden wir erstmal ablehnen. So, also den könnte man in Charlottenburg eigentlich auf Gleis 3 eine ganze Weile rumstehen lassen. Und dann nach Ruhleben irgendwann mal da durchfahren lassen mit. Bei 17.000 verdienen. Von Wannsee aus, von hier aus Abfahrt. Da so geradeaus durchfahren lassen. Hier lang. Zack, 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 zack. Ich würde den noch über Gleis 4 schicken. Nach oben. Und dann schicken wir den hier auf Gleis 3 drauf. Und dann steht der hier Ewigkeiten. Aber 17.000 verdienen ist natürlich wirklich gar nicht so eine schlechte Idee. Wir gucken mal, wann haben wir denn die nächste längere Abfahrtspause? Das kriegen wir durch. Das müsste gehen. Wir müssten ihn über Gleis 4 rauskriegen. Ja, aus dem Depot, der kommt da. Okay, gut. Dann probieren wir das mal. Wenn der aus dem Depot hier kommt. Davor müssen wir den Güterzug quasi hier über Gleis hier durch, da lang disponieren. Ah, das wird interessant, ja. Okay, den werden wir uns dann mal behalten. Und den, da habe ich ja immer noch die Idee, den irgendwo mal durchzukriegen. So, du stehst hier und wartest, genau. Du bist ja ein Güterzug. So, du musst dann einfach dann in die Richtung wieder weg. So, der Zug ist gleich durch hier. Dann kommt der aus dem Depot gleich rausgefahren. Für Tausender machen wir nichts mehr. So, hier oben haben wir einen. Wo möchtest du gerne hin? Achso, muss ich mal wissen. Ah, Heerstraße 2. Warte, da müssen wir erstmal durchfahren lassen. So. Pause. Was ist hier los? Aus dem Depot.
Verspätung, okay. Ja, mit den Depotdingern habe ich noch nicht so mein Dings. Und jetzt willst du nach Wannsee 2. So, wo willst du hin? Du willst nach Heerstraße 1. Jetzt müsste so durchgehen. Ist ja richtig was los an dem Bahnhof, ne? So, du musst wenden in die Richtung, wieder zurück. Und jetzt könnte ich den eigentlich schon von hier, den Güterzug hier versuchen durchzuleiten, dass der da oben ankommt. Wir probieren es einfach mal. So. Akzeptieren. Gleis 1. Hier rum, darauf. Über Gleis 4. Hier hoch. So, jetzt gucken wir erstmal, dass er da hinkommt. Das Gleis 4 kommt er erstmal durch. Der muss wenden und dann hier zurück. Und dann da drauf. So. Das Einzige, was jetzt passieren kann, ist, dass hier oben irgendeiner diesen Zug aufhalten will oder dass dieser Zug irgendeinen von denen aufhält. So, was haben wir hier? Der möchte gerne zur Heerstraße 2. Okay, das sollte jetzt in Green sein. Und du kannst ja schon mal bis dahin fahren. So, dann machen wir das jetzt hier, das hier, das hier, das hier und das hier. Für den Kameraden durchgängig. Und dann kommt er in Charlottenburg an. Und dann kann der Güterzug hier in Charlottenburg stehen bleiben. Wie lange will er da stehen bleiben? Bis 53. Ist gar nicht mal so lange. Und dann fährt er hier oben durch raus. Ah, ui, das ist aber schön. Das ist, glaube ich, der erste Zug, der insgesamt 4 Bahnhöfe von mir berührt. Ganze 4 Bahnhöfe. So, du möchtest gerne auf Heerstraße 4. Das ist, glaube ich, sogar noch eingestellt. Ja. Dann kannst du da hin und dann kannst du ab ins Depot fahren. Du musst wenden. Sonst wird es nichts hier mit dir. Du sollst wenden. So, verdammt, okay. So, du willst Charlottenburg 2. Ab dafür. Hier ist der Zug unterwegs. Okay, gut. Passt. So. Da müssen wir dann halt bloß gucken, dass der dann irgendwann zwischendurch halt da, wenn der rausfahren will, dass dann das Gleis einmal frei ist. Der ist ja doch relativ schnell unterwegs. Was ist das für einer? Der ist am Ziel angekommen. Achso. Wenn nicht, jetzt nicht sein müssen. So. Abgeschlossen. Das bringt uns 800. Stopp, 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 stopp. Scheiße. Findet ihr da drinnen irgendwo an so einem Signal? Nee, ne? Ah, doch, wenn ihr da. So. Der hat Verspätung, okay. So, der will wohin? Heerstraße 2. So, der wird Verspätung haben hier. So ein bisschen. 1200 kostet uns das gleich. So, der will auch Charlottenburg 2. So, der steht hier noch rum. Der wird irgendwann wegkloppen und uns Sachen geben. So, du musst wenden. Und Jan hier gerade unter hoch. Genau, so.
So, aber das finde ich schon mal ganz gut. Also wenn der hat am Ende nachher, hat er 5 Bahnen verbrüht. 5 ist ganz gut. 4, 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Bahnen verbrüht. Boah. Das ist schon von 5 möglichen, die ich habe, ne? Also, dass da so schön ist, das fand ich, das hat gut geklappt. So. Wann hat der Abfahrt hier auf Gleis 3 ist der? Ist hier noch gar nicht drin? Drin. Interessant. So, der will 5.53 Uhr. Was ist denn hier so gegen 5.53 Uhr los? Da haben wir 2 Ankünfte kurz hintereinander. Auf Gleis 2. Also es könnte sich gerade so ausgehen, dass der Bahnsteig gerade frei ist. So, jetzt kommt nämlich hier unten einer hin, der will Charlottenburg 4. Abgeschlossen, sehr schön. So. Jetzt kommt die ganze Charlottenburger Riege wieder hier, also die Ruhleben-Charlottenburg-Züge. Die habe ich hier thematisch so ein bisschen zusammengelegt. So, du möchtest zur Heerstraße 1 bitte gern. Okay. Jen, du dahin. So. Du darfst. Also warte mal, du darfst so wieder zurück. Geht geradeaus durch irgendwo hier. Da fehlt noch so. Du darfst dann da wieder zurück. Müsste hier der nächste kommen. Der dann erstmal dann hier geradeaus durch darf. So, du darfst dann wenden und musst aber hier zurück auf 2. So, du kommst da lang dann zurück. Gewendet hast du schon, sehr gut. Und den muss ich jetzt, glaube ich, gleich zwischendurch einfach mit losschicken. Wo willst du hin? Du bist der Herrstraße, oder? Nee, auch Charlottenburg 4, okay. Gut. Der wird jetzt irgendwann anrucken hier. Da müssen wir aufpassen, wenn der anruckt, dass wir dann gleich Pause drücken, dass wir dann den Zug rausschießen lassen, rausfahren lassen. So. Wo willst du hin? Heerstraße, okay. Da müssen wir den noch kurz warten lassen, der hat eine geringe Durchschnittsgeschwindigkeit. Wir den erstmal hier durchfahren lassen. Hier Straße 2. Ah, hier wieder aus dem Depot holen. Entschuldigung. Ah. War nicht so gemeint. So, jetzt kann ich hier. Durchlassen. Du willst Heerstraße 1, genau so. Der Güterzug fährt jetzt durch. Du musst wenden. So. Oh Gott, oh Gott. Mach keinen Stress hier, du. So, der ist durch, der gibt uns einen roten. Der ist auch sauber durch. Okay, dann kann ich jetzt hier die wieder richtig legen und dann kann der wieder zurückfahren. Und da hat dann 17.000 gebracht und einen roten. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war ein guter Auftrag. 17.000 an Geld und natürlich auch noch einen roten Forschungspunkt. Bitte wenden, du musst Wannsee zurückfahren. Jetzt haben wir hier schon wieder einen verpasst. Wo willst du hin? Du willst Heerstraße 2. Bitte gehen. So. Also da
vor lauter Freude jetzt bald einen Zug verpasst hier. Aber das war richtig gut. Also das hat erstens richtig gut Kohle gebracht. Das heißt, wir können uns dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein paar Autosignale noch leisten und oder eventuell ein paar andere Kleinigkeiten machen, die uns helfen beim Weiterkommen hier. Ich glaube, das ist der auf die 4 will, ne? Ja. Warte, hier geradeaus, dann hier rum, da durch. Dann müsstest du eigentlich bei der 4 ankommen, ne? Sehr gut. Da ist wieder einer abgeschlossen, wieder 5000 verdient. Also wir haben jetzt erstmal ganz gut Kohle gemacht. Und das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, also hier wäre ein Autosignal noch ganz brauchbar, dass dann hier mal die Ketten so richtig legt. Hier eigentlich auch dieses Signal. Weiß ich nicht, ob ich das rausnehmen kann. Ob ich das, also theoretisch, ja, kann ich es eigentlich rausnehmen, weil die Eingangssignale haben ja hier bis jetzt hat uns, na doch, das hat uns schon durchaus ein oder zweimal geholfen, ne? Dass wir da einen Zug kurz nochmal stoppen konnten zur Sicherheit. Also ich glaube, hier Vorsignale zur Einfahrt sind nicht verkehrt. Aber da könnte man normale Signale nehmen und dann vielleicht eventuell mit Fahrstraßen das dann machen. Na, wir werden sehen. Alles klar. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss. Ein Stück Strecke freigeben.